Viel problematischer ist der Innovationsrückgang bei den kleinen und mittleren Unternehmen. Von fast 70 auf 54,7%. Und wenn man jetzt noch anguckt, die Gründungen Deep Tech und Hightech, also nicht die generelle Gründungslandschaft, dann sieht man, dass wir im Hightech-Bereich quasi seit 2010 sozusagen auf einem historischen Tiefstand sind und im Deep-Tech-Bereich uns gerade mal seit 2018 ein Stück erholen, aber immer noch 10% unter den Zahl der Gründungen liegen aus dem Jahr 2010. Wenn man jetzt ein Stück reinguckt, denn wenn wir über Deep-Tech- und Hightech-Gründungen sprechen, dann sprechen wir fast immer über Forschung an Hochschulen und außeruniversitären Forschungsorganisationen, Max Planck und Co. und den Transfer in Gründungen rein, dann sehen Sie, und das ist ein Vergleich USA-Deutschland, dass wir eigentlich fast gleich viel an Forschung investieren, die beiden Länder. Wir ein bisschen mehr, im Augenblick ist nicht 3,18, sondern 3,14, die USA 3,07. Die naturwissenschaftlichen und ingenieurwissenschaftlichen Publikationen pro 1000 Einwohner, auch fast das Gleiche. Weltklasse-Patente, da beginnt es zu spreizen. Und bei der unternehmerischen Aktivität in Frühphasen, hier, da ist im Grunde richtig die Bruchstelle. Und das führt dann sozusagen, wenn man in den Schritt weitergeht beim Thema Wagniskapital, bis hin zu den Technologie-Unicorns pro 1 Million Einwohner. Das heißt, im deutschen Forschungs- und Wissenschaftssystem ist es nicht der Input, sondern irgendetwas passiert im Throughput, dass sozusagen der Output ein ganz anderer ist als in den USA. Insofern, Deutschland ist Innovationsnachzügler, stark in der Grundlagenforschung, schwach im Rest. Wir sprechen aber nicht nur über Forschung und Transfer, wir sprechen auch über Gehirne und Herzen von Talenten. Und bis 2026, Studie von McKinsey und Stifterverband der deutschen Wirtschaft, fehlen in Deutschland 780.000 Menschen mit speziellen technologischen Fähigkeiten. Also wir reden da nicht über die ganz normale MINT-Lücke, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, doch vielleicht über das I ein Stück. Wir reden dann aber natürlich über das ganze Thema der Data Sciences, der Smart Hardware und Robotikentwicklung, der Webentwicklung und vieles andere mehr bis zum Thema Blockchain. Und natürlich, wir haben im deutschen Hochschulsystem die Zahl der Bachelor-Informatik-Studiengänge um 25% erhöht, 2018 bis 2021. Wir haben eine Verdreifachung spezialisierter Tech-Studiengänge. Wir haben beim Thema Data Analytics 139% Zuwachs, 91 Studiengänge beim Thema Hardware-Robotics-Entwicklung. Aber damit werden gerade mal 30% abgedeckt der benötigten Spezialisten, wenn die denn das dann auch studieren. Deswegen ist das Thema T-Shape bei anderen Disziplinen überfällig. Das heißt, das Thema Informatik, Data Sciences, das muss rein in die Studiengänge der Ökonomen, der Mediziner, der Biologen, der Architekten, der Soziologen. Das wird eine große, große Herausforderung für unser Hochschulsystem. Und last not least sprechen wir nicht nur über die Innovatorenquote in der Wirtschaft, wir sprechen nicht nur über den Output der Forschung und wir sprechen nicht nur über den Mangel an Tech-Spezialistinnen und Tech-Spezialisten, sondern wir sprechen auch über das Thema Ausgründung. Und natürlich, und das ist kein deutsches Thema, das Thema wird europäisch breit diskutiert. Und Sie sehen hier in einem Magazin der Times, University College of London und Oxford
are Europe's worst universities for spin-outs. Auf der anderen Seite die Debatte, University spin-outs, the system isn't broken. Air Street Capital, ein britischer VC, hat ungefähr 450 Gründer aus europäischen Hochschulen befragt. Auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 das Beste ist, war der Durchschnitt der Zufriedenheit der Gründer mit ihrem Ausgründungserleben bei 4,6. 14% der Gründerinnen und Gründer haben es mit 0 bewertet. Und 67% der Spin-offs haben über 6 Monate gewartet, um sozusagen den IP-Transfer so gestaltet zu haben, dass dann tatsächlich auch eine Investition, eine attraktive gefunden worden ist. Und Sie sehen, die ETH Zürich, die ist im Grunde in der Spitzenposition, aber auch nur mit 7,8 von 10 bei diesen 400 befragten Gründern. Cambridge, University of Oxford, da fällt die Zahl, die ist 4,1 und das University College. Die Gründerinnen und Gründer sind sich einig über das Ausgründungserlebnis, die akademische Debatte offensichtlich noch nicht so richtig. So, und jetzt auf diese Situation drauf, die eigentlich schon ein Case for Action wäre, kommt noch mehr dazu. Auf der einen Seite Schumpeter 2030, wenn unser Auto Braunkohle wird. Pandemie, sie war ja nicht nur ein Lab für extreme gesellschaftliche Spaltung, sondern für einen Schub an Low-Touch-Economy, vom bargeldlosen Bezahlen bis zur Roboterisierung in den Fabriken. Das Thema Klimawandel, manifeste Bedrohung und dramatische Energiekrise und der Ukraine-Überfall, der eigentlich eine Aufrüstungsspirale, ein Technologierennen, vielleicht sogar, was wir alle nicht wünschen, einen Kalten Krieg 2.0 induziert hat. Die Veränderungshebel in dieser Situation sind eindeutig. Es ist die Innovation. Wenn es nicht der Verzicht ist, dann ist es die Innovation. Und die Enabler sind auch relativ klar. Es ist Bildung, Einwanderung, Verhaltungs- und Kulturwandel, der Entrepreneurial State der Frau Mazzucato, also sozusagen auch die Reform der öffentlichen Verwaltung, dass sie agiler wird und behender wird und natürlich gemeinsame Notfeind und Vision als mentaler Treiber für ein solches Thema. Und diese 4 Disruptionen, aber auch die 4 Veränderungshebel, die fordern von Deutschland diese Sprünge, meine Damen und Herren. Und deswegen sind Sie hier. Sie sind hier sehr persönlich, weil Sie ein Start-up zum Erfolg bringen wollen oder weil Sie lernen wollen, wie man sowas gründet. Aber für das Land selber muss man ganz klar sagen, ist die Ausgründungsthematik ein Schlüssel für die Bewältigung von Innovationsarmut, aber auch von diesen 4 Disruptionen. Und natürlich können wir jetzt im Grunde uns die Karten legen. Wollen wir ein technologisch abgehängter, verschuldeter Sozialstaat sein? Wollen wir eine sozialdarwinistische Tech-Nation werden? Wollen wir technisch und sozial stolpern? Wollen wir eine verlängerte Werkbank von Tech-Nationen werden? Mir sagte ein Salesforce-Manager in München vor kurzem, wissen Sie, Herr Sattelberger, so wie Sie früher Ihre Fabriken nach Weißrussland gebracht haben, wegen den niedrigen Arbeitskosten, so kommen wir jetzt nach München, weil an der Technischen Universität München gibt es günstige Informatikerinnen und Informatiker. Das kann es nicht sein. Also insofern ist im Grunde diese Frage des Zukunftsbildes, auch und gerade für dieses Land, das ist im Grunde eine Tech-Mittelstandsnation 2.0. Also über die sich reformierenden Mittelständler von heute sozusagen eine zweite, neue Generation von Tech-Ausgründungen, die wachsen und gedeihen.
Und natürlich, da müssen Hochschulen ganz vorne mit dabei sein. Hochschulen sind Nuklei für Innovation. Die Technische Universität Darmstadt, congratulations, ihr seid jetzt unter den Top Ten. Aber ihr seht schon an dem Bild, da ist noch einiges an Luft nach oben. Also ran an den Speck, denn Ausgründungen für E-Commerce, ich sag's mal ganz derb, die brauchen wir nicht. Wir brauchen Ausgründungen, die Deep Tech sind und High Tech sind. Und da spielen die Hochschulen, die forschungsintensiven Hochschulen, eine Schlüsselrolle. Und was sind die Schritte der Hochschulen auf dem Weg zu echten Innovations- und Transfer-Champions? Auf der einen Seite Inspiring for Science Entrepreneurship, verpflichtende interdisziplinäre Gründervorlesungen, wie wir das kennen von der Georgia Tech, von der Caltech, wie wir das kennen von Cambridge etc., nicht in allen Disziplinen, aber in vielen Disziplinen. Natürlich Innovation und Gründung als Hochschulmission, neben der Forschung und der Lehre. Es ist die dritte Mission einer technischen Universität und als akademischer Karrierebaustein. Also nicht nur das Zitiertwerden in A-Plus-Journals und nicht nur das Einwerben von Drittmitteln, sondern das Thema bei Gründungen mit dabei sein und gestalten, das muss ein Karrierebaustein sein, sozusagen in einer akademischen Laufbahn. Natürlich die ganzen Fragen der Ausgründungsstrukturen, Prozesse und der Förderung, Profis und Policies für Technologietransfer, Schlüsselthema IP-Transfer. Ich war lange Jahre nicht mehr an der TU Darmstadt, aber ich habe sie wieder ganz schnell ins Herz geschlossen, als ich sah, dass sie eine pragmatische Policy zum Thema Virtual Shares für Intellectual Property entwickelt haben. Und ich freue mich zu hören, dass es nicht nur ein Fall ist, sondern der zweite bald abgeschlossen ist und der dritte ans Laufen kommt. Denn wir brauchen worry-free IP-Transfer. Das ist ein Schlüsselthema. Überall, wo ich hinkomme, klagen Gründerinnen und Gründer. Ich hatte erst vor kurzem an der TU München ein Gespräch mit 15 Gründerinnen und Gründern. Das IP-Transfer-Thema ist das drückendste von den Themen. Manchmal drückender als das Thema Finanzierung, weil es oft die Finanzierung behindert. Und insofern herzlichen Glückwunsch, dass Sie das gemacht haben. Und ich habe ja als Staatssekretär mit großer Freude einen Tweet aufgesetzt. Da hat meine Ministerialbürokratie hat dann geschrieben, nachdem Herr Sattelberger das ja schon befürwortet hat, brauchen wir es gar nicht mehr begutachten. Ja, und natürlich systematische Gründungsvernetzung der Fakultäten, regelmäßiger Aktionskreis mit den externen Partnern, den Industriepartnern, den Gründern. Und dann wird eine Universität, eine Hochschule tatsächlich zum Innovations- und Transfer-Champion. Und damit komme ich auch dann langsam zum Schluss, damit hätten wir tatsächlich ein Geschäftsmodell Mittelstand 2.0 für Deutschland. Tech-Hidden-Champions und reformierter bzw. neuer Tech-Mittelstand, allerdings dann auch bitteschön in einem unternehmerischen Lande mit einer digitalisierten Verwaltung. Und ja, Beispiele liegen auf der Hand und ich habe mir jetzt nur ein paar rausgegriffen. Ich hätte natürlich auch die Magnotherm nennen können, die Akasol, die Focused Energy, die Revoltec, die Projekt Hopes. All das hätte ich nennen können. Ich habe jetzt die Wincopter rausgenommen, weil das die vier großen Felder sind. Das Thema künstliche Intelligenz und IoT, wo Celonis wahrscheinlich prototypisch dafür steht. Das Thema Biotechnologie, wo BioNTech prototypisch dafür steht. Das Thema Wingcopter für die Luft- und Raumfahrt. Und das Thema Sunfire, Ausgründung aus der TU Dresden, wenn ich mich richtig erinnere, als Beispiel für das Thema Climate Tech oder Green Tech. Lassen Sie mich zum Ende kommen. Was ist zu machen? Vier kurzfristige Handlungsfelder. Die Hochschulen müssen so schnell wie möglich einen Worry-Free-IP-Transfer hinkriegen,
Ihr seid Vorläufer, ihr seid Prototyp. Das muss in die Republik raus, nicht als der alleinselig machende Weg, aber als einer von 3, 4 pragmatischen, guten Wegen. Zweitens, von Beginn an Science Entrepreneurship, der Spirit an der Hochschule. Und das ist zuerst nicht eine Qualifikationsfrage, sondern eine Inspirationsfrage. Dann ein ganz, ganz wichtiges Thema, das Thema Pre-Seed Fund. Das heißt, bevor ich gründe, also weit vor Exist, brauche ich im Grunde sozusagen Gründergeld, um Prototypen zu bauen, um von der Hochschule eine Miete zu bezahlen, wenn ich eine Maschine aufstelle oder wie auch immer. Und natürlich das ganze Thema Verhinderung von Try-Income Stock Options. Ich würde gerne mit einem Bild, da brauchen wir mittelfristig gar nicht hingucken, ich würde gerne mit einem Bild schließen. Howard Hughes war ein amerikanischer Luftfahrtpionier. Im letzten Jahrhundert, in den 30er Jahren. Und er hat für das größte Flugzeug, das je gebaut wurde, eine Riesenhalle gemacht, sodass dieser Flieger, der einmal flog, reinpasste. Aber das Interessante ist, und deswegen sage ich Ihnen das, und der Spiegel hat darüber geschrieben, 1964, Wolken in der Halle. Die Halle war so groß, dass es in ihr Regen gab, Donner, Wolken, ein eigenes Klima. Und eigentlich müssten Hochschulen ein eigenes Klima für Science Entrepreneurship entwickeln. Recht herzlichen Dank. Bleiben Sie da. Lieber Herr Sattelberger, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihren sehr engagiert vorgetragenen Vortrag und ganz, ganz herzlichen Dank für die Blumen, die Sie uns überbracht haben, auch im Bereich von IP4Share. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die Punkte, die Sie adressiert haben, dass wir die nach vorne tragen werden. Wir an der TU Darmstadt sind gewillt, diese Punkte anzunehmen und auch entsprechend nach vorne entwickeln. Und das Thema Mindset, was Sie adressiert haben, ist extrem wichtig. Ich bin sehr, sehr froh, Frau Brühl, dass wir mit unserer, oder auch Jens Schneider, dass wir mit unserer Exchange-Strategie eben diese Basis für diesen Mindset geschaffen haben. Nochmal ganz herzlichen Dank, Herr Sattelberger. Und ich freue mich nun sehr, Caroline. Ich wollte dir eigentlich das Mikrofon übergeben, aber das wird schwierig. Ja, ich wollte dir gerne den Staffelstab übergeben und Dankeschön. Ich freue mich auch sehr, dass wir nicht eine sehr, sehr gute Kooperation pflegen zwischen HIST, dem Innovations- und Gründungszentrum, und auch dem Lehrstuhl. Und das soll auch diese Staffelübergabe zum Ausdruck bringen. Sehr gerne. Viel Erfolg. Ich schätze unsere Zusammenarbeit auch sehr und freue mich jetzt, Ihnen unsere Panel-Diskussion präsentieren zu dürfen. Und da möchte ich bitte unsere Panelists auf die Bühne bitten, weil wir jetzt diskutieren werden in Anknüpfung an den Vortrag von Herrn Sattelberger. Sie dürfen gern schon nach oben kommen. Und das Thema unserer Panel-Diskussion knüpft an das Zusammenwirken von Hochschule, Wirtschaft und Innovation. Denn das Thema unserer Panel-Diskussion ist Unleash Innovation Power, wie Tech-Startups und Wirtschaft gemeinsam Zukunft schaffen. Und ich finde diesen Titel besonders toll, dass wir den gewählt haben, weil es zeigt eben, dass wir, wie es jetzt auch Herr Sattelberger angesprochen hat, Deutschland nur voranbringen und zukunftsfähig machen, wenn wirklich die Startups und die etablierte Wirtschaft zusammenarbeiten. Gut, dann haben wir hier ein Panel zusammengestellt, auf das ich mich sehr, sehr freue, vor allem, weil wir ganz unterschiedliche Perspektiven zusammengebracht haben, aus Politik, Wirtschaft, Gründungen, Mittelstand. Und zunächst möchte ich Ihnen unsere Panelists vorstellen und jeweils jeder Panelist hat auch ein kurzes Statement vorbereitet zu unserem Thema. Und als erstes begrüße ich Sie, Frau Dr. Helten. Hallo. Sie sind Leiterin der
Produktgruppe Thermal Management Actuators der Vitesco Technologies Group und sind da tätig in einem Bereich, das sozusagen für die Antriebsherstellung nachhaltiger Mobilität dient. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum wir Sie eingeladen haben. Sie dienen auch als Role Model, so möchte ich sagen, weil Sie selbst Ingenieurin sind, Maschinenbaustudium an der RWTH Aachen, danach Promotion im Maschinenbaubereich an der TU München. Und wir freuen uns sehr, dass Sie dem Hochschulwesen auch treu geblieben sind und bei uns als Lehrbeauftragte tätig sind, nämlich auch im Maschinenbaubereich am Institut für Produktentwicklung und Maschinenelemente und da auch enge Verknüpfung haben, natürlich zu unseren Studierenden und auch sehen am Puls der Zeit, welche Kompetenzen brauchen unsere Studierenden und was können wir da aber auch noch tun, um besser zu werden. Vom Capital Magazin wurden Sie auch als 40 Under 40 Leader ausgezeichnet. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind und vielleicht teilen Sie uns mit, was Ihre Vorüberlegung und Ihr Statement zu unserem Panel-Thema ist. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf und für die netten virtuellen Blumen schon mal. Ja. Genau, vielleicht zu der Frage, ich bin ja in zwei Rollen quasi heute hier. Punkt 1, Industrie. Was kann Industrie hier auch zum Ökosystem Innovation beitragen? Für mich ist einerseits wichtig, dass wir uns involvieren als Unternehmen, auch mit den Startups diskutieren. Sie hatten es eben auch in Ihrer Begrüßung gesagt, dass wir gemeinsam definieren, wo sind wirklich Gaps, wo müssen wir Lösungen gemeinsam finden. Und dass wir natürlich auch als Industrievertreter, als Mentoren und Role Models agieren. Es ist richtig, ich bin selbst zum Beispiel aktuell nicht in einem Startup tätig, aber ich bin als Managerin unterwegs und kann deshalb sicherlich bei vielen Fragen, wenn es um Thema weltweite Geschäftsverantwortung und Führung geht, auch viele Tipps geben. Und last but not least, Sie haben den Lehrauftrag angesprochen, ist für mich ganz wichtig. Ich bin selbst Ingenieurin und mir ist wichtig, und das geht in die Richtung, was Herr Sattelberger auch gesagt hat, Ingenieurinnen und Ingenieure und Wissenschaftler und Absolventen der TU Darmstadt, ja, ihr seid die, die es jetzt anpacken müssen. Wir haben so viel wichtige Herausforderungen und es ist mir wichtig, dass wir diesen Mindset wirklich etablieren und damit die Studenten jederzeit motivieren, wirklich in eigene Themen reinzugehen. Und selbst wenn sie nicht in ein Startup gehen, in einem Unternehmen unternehmerisch tätig sind. Klasse, sehr gut. Das ist auch was, was wir in unserem Mindset vermitteln möchten. Dann begrüße ich Simon Müller. Er hat selbst auch gegründet, ist Entrepreneur gewesen, dann aber sozusagen in den Inhouse Company Builder Wattix gewechselt, der Viessmann Group, wo er auch ganz viele Mittelständler begleitet, also nicht nur Viessmann, sondern auch ganz viele andere. Ich glaube, über 100 Projekte haben sie mittlerweile realisiert, um auch Mittelständler auf den Digital Change vorzubereiten und dafür fit zu machen. Wir sind sehr gespannt auf die Perspektiven, die Sie daraus einbringen und die Sie gewonnen haben. Vom Hintergrund her haben Sie Computer Engineering und Economics auch in Aachen studiert. Und vielleicht lassen Sie uns auch teilhaben, was Ihre Vorüberlegungen zum Thema heute waren. Genau, vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung und tatsächlich für mich Co-Creation für zukünftige Generationen. Ich glaube, wenn wir es schaffen, die langfristig denkenden Unternehmen mit der Dynamik von Startups zu verbinden, dann können wir wirklich nachhaltige Innovationen schaffen. Und tatsächlich von meiner Seite auch ein Statement an alle, die Richtung Gründung denken. Gerade in einer Situation, in der es vielleicht finanziell nicht so rosig aussieht, wenn man die drohende Inflation etc. sieht, jetzt ist tatsächlich die Zeit gekommen für die Innovationen, die hier in dem Umfeld entstehen. Weil in den letzten Jahren war es immer eher das schnelle Geld zu machen, die E-Commerce, was der Sattelberger hat mir eben aus der Seele gesprochen, anging. Und jetzt ist aber tatsächlich die Zeit gekommen, dass wirklich nochmal Innovationen es auch wirklich durchschaffen. Also von daher jetzt anpacken. Sehr gut, herzlichen Dank für dieses Statement. Dann begrüße ich zu meiner anderen Seite Lukas Fuhrmann. Sie haben in meiner fränkischen Heimat Bayreuth studiert, VWL, Philosophie und Verhaltenspsychologie und sind dadurch, glaube ich, auch gut aufgestellt. Sie werden uns vielleicht noch teilhaben lassen, wie es dann dazu kam, dass Sie das gegründet haben, was Sie gegründet haben. Lukas Fuhrmann ist Gründer des Startups Lover. Sie stellen oder haben entwickelt ein nachhaltiges Lederersatzprodukt, das aus den Überresten der Hanfverwertung hergestellt werden kann, ganz bahnbrechend, weil es gibt ja viele vegane Lederersatzstoffe mittlerweile auf dem Markt, aber die meisten kommen eben nicht ohne Kunststoffe aus. Das haben Sie hingekriegt und forschen auch schon seit einigen Jahren im Bereich Agrarreststoffverwertung.
herzlich willkommen bei uns und ich bin gespannt auf Ihre Perspektive. Ja, vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf. Meine Perspektive ist ja so ein bisschen Perspektive des Startups hier. Und was mir so bei diesem Titel besonders jetzt ins Auge gefallen ist, ist dieses Wort gemeinsam. Mhm. Und das ist, glaube ich, so der Schlüssel dafür, dass wir es hier wirklich schaffen, auch in Deutschland Innovationen nach vorne zu bringen. In Deutschland, wo es generell schwieriger ist, mit Unternehmen, mit denen wir weltweit konkurrieren, zum Beispiel in den USA, wo es viel leichter ist, viel größere Kapital ins eigene Startup zu bekommen. Und gemeinsam meine ich dann in dem Sinne, dass wir es halt hier schaffen müssen, das, was wir hier haben, also einen sehr, sehr starken Mittelstand, eine Spitzenforschung und super innovative Startups, dass man die zusammenbringt. Mhm. Und dann können wir es auch wirklich schaffen, hier wirklich große Innovationen nach vorne zu bringen. Mhm. Klasse, Dankeschön. Dann begrüße ich von politischer Seite Herrn Dr. Nimmermann. Sie haben selbst Wirtschaftswissenschaften studiert. Wir haben auch eine Sache gemeinsam. Wir haben nämlich beide zu einem steuerlichen Thema dann promoviert. Sie selber sind dann ins Bankenwesen gegangen, waren bei der BHF Bank, auch unter anderem Chefvolkswirt lange Jahre lang, bevor Sie dann 2014 ins Finanzministerium Schleswig-Holsteins gingen, dort als Staatssekretär tätig waren und seit 2019 als Staatssekretär des Ministers Tarek Al-Wazir tätig sind. Natürlich interessiert uns auch Ihre Perspektive und schön, dass Sie heute hergekommen sind, sodass wir wirklich einen Rundum-Austausch haben. Ich bin gespannt, was Sie für ein Statement mitgebracht haben. Ja, danke. Ich könnte es mir einfach machen und sagen, ich verweise auf den Vortrag von Herrn Sattelberger, den ich fast alles unterschreiben würde. Aber ein Punkt, glaube ich, ist da nochmal gut aufgekommen. Uns als Wirtschaftsministerium drückt genau der Schuh, der Herr Sattelberger herausgearbeitet hat, nämlich wir haben hier wirklich exzellente Hochschulen, wir haben tolle Talente, Patente, alles ist da. Da sind wir international wettbewerbsfähig, aber es gibt nicht genug Gründungen und neues Wachstum, das daraus generiert wird. Also wie kriegen wir die Patente auf die Straße, sagt man, glaube ich, heute nicht mehr, in die Gesellschaft? Wie kriegen wir die Patente in die Gesellschaft? Genau der Punkt. Und ich glaube, das funktioniert nur, wenn wir uns tatsächlich als Innovationsökosystem verstehen, diesen systemischen Ansatz, denn es nur gemeinsam funktioniert. Alleine ist zwar toll, eine eigene Idee zu haben, aber das funktioniert nicht, auch nicht in der Skalierbarkeit. Und wenn wir es wirklich schaffen, dass Hochschulen, etablierte Unternehmen, Startups und Startup-Hubs und die Politik, die Kammern sind auch ganz wichtig, die gerade bei den KMUs die besten Multiplikatoren sind, hier zusammenzuarbeiten und tatsächlich immer zusammenzuarbeiten. Am Ende, das ist eine Win-Win-Situation, bin fest davon überzeugt, am Ende wird mehr rauskommen. Wir haben jetzt schlichtweg nicht mehr die Zeit, alleine das zu machen und zu warten, dass es irgendwie mal hinhaut, sondern gemeinsam schnell die Fehler erkennen, das Nächste versuchen, das Nächste und das Netzwerk und schnell versuchen. Geschwindigkeit ist alles, was wir jetzt brauchen, um diese Herausforderung, die Herr Sattelberg ja auch nochmal schön aufgezeigt hat, jetzt zu lösen. Also im Grunde eine Kultur des Gebens, als erstmal geben hinein, System mit der Gewissheit, dass man genug da auch wieder rausbekommt. Mhm. Herzlichen Dank. Ja, zunächst interessiert mich mal Ihre Perspektive, Herr Fuhrmann, weil Sie haben ja gegründet, Sie haben den ganzen Prozess durchlaufen, Sie haben auch schon eine Seed-Finanzierung akquiriert. Und was aus Ihrer ganz persönlichen Erfahrung raus, was ist denn gut gelaufen? Wo sagen Sie, da hätte ich mir bessere Rahmenbedingungen gewünscht oder auch vielleicht mehr Unterstützung oder das war kompliziert. Was waren da so die Schlüsselmeilensteine? Also ich fange mal mit dem Guten an. Mhm. Also ich würde sagen, diese Möglichkeit mit dem Exist-Gründerstipendium, was es in Deutschland gibt, und sowohl Gründerstipendium als auch Forschungstransfer ist extrem wertvoll gewesen, für uns extrem wertvoll gewesen, weil das war so das erste Mal die Möglichkeit, dass wir auch alle aus dem Gründungsteam Vollzeit zusammen an der Idee arbeiten konnten und es ist halt genau das Thema, wir müssen Gas geben und wir müssen anpacken und das geht halt nur, wenn man sich der Idee und dem Projekt auch Vollzeit widmen kann. Dafür ist Exist extrem wichtig gewesen. Mhm. Wenn es jetzt aber um die Unternehmensgründung geht, Gründung, das klingt ja dann schon aus, das ist ja fast schon ein technischer Prozess, ein Verwaltungsakt. Mhm. Das sollte ziemlich schnell gehen. Mhm. Ich habe selber mal in UK gelebt und auch in London ein Startup gegründet und da hat das Eintragen der Limited eine Viertelstunde gedauert und hat 12 Pfund gekostet ungefähr. Mhm. Ja, ich weiß gar nicht, wie lange es bei uns gedauert hat am Ende, weil ich den Faden verloren habe, wann wir angefangen haben, bis wir am Ende die Eintragung hatten. Also das ist also einmal der Zeitfaktor, der Geldfaktor und dann muss sich noch eine Person aus dem Gründerteam
fast fulltime darum kümmern, ja, dass dieser Prozess passiert. Ja, das ist schon natürlich bedauernswert gewesen, weil diese eine Person dann ja nicht Gas geben kann für das Unternehmen, sondern muss sich quasi um die Verwaltung kümmern. Mhm. Ja. Also das ist so dieser Prozess gewesen, der dann doch leider ernüchternd war, aber ja, das an der Stelle. Okay. Ja. Interessant, das möchte ich gleich vielleicht an Sie weitergeben, Herr Nimmermann. Ich habe mal gelesen, Sie setzen sich auch dafür ein, bundesweit, dass sozusagen eine Gründung in Deutschland innerhalb von 24 Stunden über die Bühne laufen kann. Oder wenn Sie das hören, was sind da so die Stellschrauben, wo Sie sagen, da können wir ansetzen oder auch die Perspektiven, da wird sich was ändern oder ist das einfach schwer umsetzbar in Deutschland? Was tut sich da von Ihrer Erfahrung her? Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir da schneller werden. Das dauert in Deutschland, das ist ja alle diese Doing Business in, kennen wir alle, ist Deutschland jetzt nicht weit oben, jedenfalls nicht da, wo wir weit oben sein wollen. Und Gründung ist ein besonders schwieriges Thema. Das hat sicherlich viele Gründe. Das hat auf jeden Fall den Grund, dass wir in der Digitalisierung weit hinterher sind. Das ist das Erste. Also dieses Ideal wäre es, wenn wir ein Format hätten, Tell Us Only Once, da gibt man die Information rein. Das muss auch dann sicher die richtige Information sein und dann mehrfach nutzen, also im Grunde die elektronische Identität. Das wäre der wichtige Schritt. Die KfW arbeitet ja auch an Gründungsplattformen, was wir sehr gut finden, das zu unterstützen. Wir dürfen dabei, glaube ich, aber nicht vergessen, und das mögen andere angelsächsische Länder vielleicht etwas salopper sehen, es gibt auch einen Grund, warum wir wirklich wissen wollen, wer hinter dieser Gründung steht. Am Ende hat es auch eine wichtige steuerliche Komponente und andere relevante Sachen, die für uns wichtig sind, gerade bei so einem großen Land, auch mit einem großen Transferhaushalt, wo wir darauf angewiesen sind, dass die Steuern fair gezahlt werden, dass wir tatsächlich das auch wissen. Deswegen kann man nicht immer eins und eins vergleichen oder die baltischen Staaten, die sie im Grunde neu entstanden sind, da hat man es gleich aufgebaut, gleich richtig und musste nicht alte Verkrustung machen. Aber bin ganz der Meinung, da werden wir schneller. Es gibt das Online-Zugangsgesetz, was uns eigentlich verpflichtet als Staat, eigentlich Ende diesen Jahres, aber realistischerweise wird das wohl noch bis Ende nächsten Jahres dauern, wirklich die wichtigsten Dienstleistungen online anzubieten, von Führerschein und so weiter, Personalausweis. Aber ganz wichtig ist mir da das Thema Gründen, sicheres Gründen. Und da muss man aber auch klar sein, das muss auch nutzbar sein, um die Identität und tatsächliche wirtschaftlichen Berechtigten dann auch zu identifizieren, um eben auch das gehört für mich zur Nachhaltigkeit übrigens auch dazu, ehrliche Steuern zahlen. Sie haben gesagt, ich habe über Steuern promoviert. Mhm. Das ist auch ein Teil unserer Gesellschaft, dass wir uns an die Regeln halten und dafür ist es auch wichtig. Aber 24 Stunden wäre toll. Ich wäre schon froh, wenn es nicht, ich weiß gar nicht, wie lange es dauert, aber wahrscheinlich eher 4 Monate. Genau, eher 6 Wochen wäre wahrscheinlich schon schnell. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir das hinbekommen. Daran wollen wir gerne alle arbeiten und unseren Beitrag leisten. Mhm. Herzlichen Dank. Ja, Herr Müller, wenn Sie das hören, Sie haben ja auch viele Mittelständler begleitet auf diesem Weg, Digitalisierung, Prozesse schlanker, digitaler zu gestalten. Was sind denn da Ihre Schlüsselerfahrungen, die Sie in dem Prozess gemacht haben, auch aus den verschiedenen Unternehmen? Liegt das an der Unternehmenskultur, dass das in manchen schneller geht oder eine größere Offenheit dafür herrscht? Oder was ist da die Stellschraube, wenn ein Unternehmen sagt, wir wollen auf die Digitalisierung aufspringen? Ich glaube, Digitalisierung ist ein großes Mindset-Thema auf der einen Seite. Mhm. Auf der anderen Seite tatsächlich auch der Druck, der entsteht. Und ich glaube, dass gerade Druck etwas ist, was gerade viele Mittelständler umtreibt. Weil es ist nicht nur die Digitalisierung. Also die Digitalisierung war das, was ja so 2015, ich sag mal, angefangen hat und dann wahrscheinlich seinen Höhepunkt so 2020, 2021 hatte. Gerade sind es tatsächlich die anderen externen Faktoren, die fast noch einen größeren Druck hervorheben und die dann auch, glaube ich, so die Möglichkeiten der Innovation noch mal viel, viel mehr eine viel, viel höhere Bedeutung haben. Also wenn man sich anschaut, was im Automobilbereich passiert, auch in der Rhein-Main-Region, viele Automobilzulieferer, man weiß, das Automobil muss sich verändern und jeder überlegt, was kann ich da machen. Und es ist dann irgendwie eine von zwei Richtungen, entweder elektrifizieren, wenn es möglich ist, oder die Wasserstoffrichtung zu gehen, was dann auch einen sehr, sehr großen Teil ausmacht. Und man merkt gerade, dass
dass das, was die Digitalisierung so ab 2015 war, mittlerweile fast mehr das Thema Nachhaltigkeit tatsächlich ist, weil man ja das sowohl im Automobilbereich sieht, aber jetzt gerade mit der Gaskrise noch viel, viel mehr auch im Wärme- und Energiebereich insgesamt. Mhm. Und beides hat aber dann auf der einen Seite tatsächlich diese Druckmentalität und ein anderer Aspekt. Und deshalb habe ich dieses in meinem Eingangsstatement auch die Langfristigkeit so hervorgehoben. Gerade der Mittelstand ist auch häufig noch familiengeführt, also mit dem Wattix-Hintergrund von Viessmann natürlich auch ein sehr traditionell familiengeführtes Unternehmen. Und bei diesen Unternehmen ist diese Langfristigkeit einfach nochmal eine viel, viel andere. Mhm. Es wird nicht in dem nächsten Quartalsbericht gedacht oder in der Durchlaufzeit von einem Vorstandsvorsitzenden eines börsennotierten Unternehmens, sondern viel langfristiger über Generationen hinweg wirklich, was kann ich machen und wie kann ich da auch die großen Themen angehen. Mhm. Klasse, würden Sie das sagen, dass diese Nachhaltigkeitsdebatte, die ja jetzt auch irgendwo extern getrieben ist, dass das ein disruptiver Faktor ist, der sozusagen zwar manche Opfer fordern wird, aber auch dennoch einen externen Zwang mitbringt, dass Unternehmen innovativer werden? Ja, auf jeden Fall. Also und ich glaube, dass das war ja auch tatsächlich einer von den vier Elementen im vorhergehenden Vortrag, dass dass dieser Druck von außen ja auch sehr, sehr plötzlich kam. Also es gab schon tatsächlich einige Unternehmen, die sich schon relativ gut darauf eingestellt haben, weil sie wussten, dass irgendwann etwas kommt. Also gerade Automobilindustrie war ja schon vorher klar, irgendwo 2035 wird die letzte Generation an Dieselmotoren überhaupt noch zugelassen. Die Unternehmen bereiten sich schon ein bisschen mehr vor, aber gerade eben mit der Gaskrise ist nochmal eine komplett andere Dynamik drin. Also da auch wieder aus der Viessmann-Sicht gesprochen, Wärmepumpen sind das dominierende Thema und es war absehbar, dass das irgendwann ein Thema werden wird oder entweder die Wasserstoffrichtung dominieren wird, aber dass das so schnell kommen wird, dieser punktuelle Faktor, das hat, glaube ich, niemand vorher gesehen. Mhm. Ja, im Nachhaltigkeitsbereich, Frau Dr. Helten, sind Sie ja auch tätig. Sie sehen aber auch ja durch die Schnittstelle, die Sie als Lehrbeauftragte haben, sozusagen die nächste Generation. Wie ist denn da Ihre Perspektive? Zum einen, was passiert in den Unternehmen? Wie nehmen das unsere Studierenden wahr? Sagen die, wir wollen auf jeden Fall in Unternehmen tätig werden, die auch extrem nachhaltig sind? Oder wie ist es vom Unternehmen? Wollen die auch mittlerweile Studierende, die das als Schwerpunkt mitbringen, vielleicht auch aus den Lehrveranstaltungen? Was machen Sie da für eine Erfahrung? Also ich kann nur unterstreichen, auch in beiden Fällen, aus der Industrieperspektive, aber auch im Gespräch mit Studierenden, dass die Nachhaltigkeit ein Thema ist, was wirklich sehr viele auch sehr authentisch umtreibt. Ja, wenn ich erstmal antworten darf aus der Industrieperspektive, als ich mir bei Tesco Technologies entwickeln ja elektrifizierte Antriebseinheiten und insofern da verantworte ich einen großen Geschäftsbereich, der wirklich in Elektrifizierung zu Hause ist und wir durchlaufen auch gerade als Unternehmen eine große Transformation. Mhm. Und da ist die Verknüpfung auch zu Ihrer Frage. Ich erlebe da einfach eine unglaubliche Aufbruchsstimmung. Ja? Also sowohl von denen, auch natürlich vornehmlich jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die wirklich sagen, das ist eine Zukunft, die wir so gestalten wollen. Die Automobilindustrie muss sich ändern und daran wollen wir partizipieren. Aber auch eine unglaubliche Neugier bei denen, die jetzt in unserem Fall Verbrennergeschäft tätig waren und sind. Ne? Wie man wirklich mit diesem Know-how neues Wissen sich aneignet. Wir haben große Trainingsprogramme dahinter und so weiter, um da gemeinsam dann mit viel historischem Wissen, aber auch viel neuem Wissen nach vorne zu gehen. Ja? Bei den Studierenden habe ich auch Nachhaltigkeitsthema auch in der Vorlesung beispielsweise integriert. Und da finde ich auch sehr spannend, wie viele Nachfragen da kommen, weil es sie wirklich umtreibt. In meinem Bereich ist das ja zum Beispiel Konstruktionstechnik, Produktentwicklung und dass sie zum Beispiel wirklich wissen wollen, welche Aspekte muss ich in der Konstruktion beachten, wie kann ich methodisch Nachhaltigkeit verankern und das ist was mich sehr positiv stimmt und was, glaube ich, zeigt, dass wir alle oder zumindest sehr, sehr viele von uns in die Richtung einen Schritt nach vorne tun wollen. Spannend, ja. Also es ist wirklich ein Thema, das akut geworden ist und an vielen Schnittstellen hervortritt. Das haben Sie ja auch aufgegriffen in der Startup-Initiative in Hessen und Sie hatten vier wesentliche Förderfelder, die Sie haben und haben das kürzlich, ich glaube zum ersten Quartal, in einem White Paper auch um den Bereich Green Tech erweitert.
Was waren da für die Gründe und wo sehen Sie da vor allem die Hebel, die notwendig sind, oder was waren auch die Beweggründe, das zu tun? Also wir haben es wir haben mit über 4 Workshops mit Teilnehmerinnen und Mitgliederinnen und Mitgliedern aus dem Ökosystem geguckt, wo sind die Stärken und Schwächen in Hessen. Ja. Talent, Finanzierung, Sichtbarkeit, mhm. Vernetzung waren so die 4 großen Punkte. Aber es hat sich auch herausgestellt, und es ist auch, glaube ich, den Gegebenheiten geschuldet, dass die Green Economy, ich nenne sie jetzt mal Green Economy, wir hatten gestern auch schon mal eine Diskussion, wir waren an der gleichen Veranstaltung, eigentlich meinen wir die nachhaltige Wirtschaft, die Transformation zu einer sich quasi langfristig überlebensfähigen Einheit. Wie kommen wir dahin, dass wir einfach nicht nur an heute denken, sondern auch an morgen und wahrnehmen, dass wir nicht alleine auf der Welt sind? Das ist, glaube ich, ganz hilfreich, wenn man langfristig denkt, und Familienunternehmen machen das immer schon. Und die Green, ich nenne, wir können sagen Green Tech, aber eigentlich alle Green Economy Startups sind immer besonders wichtig aktuell, weil sie eben die Grenzen, die planetaren Grenzen, Belastbarkeitsgrenzen im Auge haben. Deswegen haben wir ausgehend von einer Studie, die deutschlandweit durchgeführt wurde, die Frage, wie viele von den Startups in Deutschland sind eigentlich, würden sich dieser Green Economy zuordnen, mhm. kam heraus in Hessen ungefähr 33%, ungefähr ein Drittel, damit sind wir auf Platz 2 deutschlandweit, aber das war eine Selbstbefragung. Und dann haben wir gesagt, das wollen wir jetzt mal genauer wissen und uns wissenschaftlich mal analysieren, wenn man das mal nicht über eine Selbstbefragung macht, sondern tatsächlich guckt, wo sind die denn green, haben einen Studienauftrag gegeben, wo herauskam, ja, das stimmt ungefähr mit dem Drittel, vielleicht kann man 10% Abschlag machen, manche glauben, sie sind green, sind aber nicht green, mhm. wenn man jetzt die, die Sustainable Development Goals zum Beispiel nimmt, die 7, die sich mit den planetaren Belastungsgrenzen auseinandersetzen. Wir finden das einen ganz wichtigen Bereich, weil es ein Kernelement der Nachhaltigkeit ist und oft auch auf andere Nachhaltigkeitskriterien einzahlt, und deswegen wollen wir das vorantreiben. Wir haben gerade in diesem Jahr ein Stipendium, hat ein bisschen gedauert mit der Förderrichtlinie, hätten wir schon viel früher machen wollen, aber es ist halt auch durch die Pandemie nicht so einfach gewesen, weil wir andere Dinge zu tun hatten. Ein Stipendium, das nennt sich PUSH, bis zu 40.000 Euro für Startups, und da vorzugsweise an Startups, die sich im Rahmen der Green Economy bewegen, wobei das eigentlich alle SDGs sein können, nicht nur die 7, die sich mit den ökologischen SDGs beschäftigen. Das war eine super Nachfrage. Wir hatten über 200 Bewerbungen, davon haben wir 22 ausgewählt, nicht wir als Ministerium, sondern eine Expertenkommission mit Fachleuten. Da waren wir zwar auch dabei, aber wir müssen halt gucken, dass die Richtlinie eingehalten wird, und sind ganz gespannt, wie das sich weiterentwickelt, und wollen das auch weitermachen. Also wir wollen das im Grunde als Kernaussage für Hessen haben, dass wir hier als ein sehr visibler, vor allem nachhaltiger Standort für Innovation und Startups wahrgenommen werden wollen. Sehr gut. Herr Fuhrmann, wie nehmen Sie das wahr? Sie sind hier als Startup tätig, und ja, es gibt ja ein hessisches Ökosystem auch mit Vor- und Nachteilen für Startups. Jetzt haben wir viel gehört. Es gibt auch Umfragen, in denen es heißt, 3/4 der deutschen Startups arbeiten mit der etablierten Wirtschaft zusammen. Wie ist da Ihre Erfahrung? Ist es leicht, als Startup Fuß zu fassen, Partner zu finden? Wenn ja, welche haben Sie da gefunden? Was funktionierte da gut? Also im Laufe der Diskussion ist jetzt auch die Automobilindustrie immer wieder gefallen, mhm. und ist natürlich für uns auch wichtiger Zielmarkt. Wir machen ja diese Lederalternative, und für so ein Auto geht es jetzt nicht nur darum, wie schaffen wir irgendwie vom Verbrenner auf Elektro alle umzusteigen, sondern die machen sich ja holistische Gedanken, wie soll das Auto in der Zukunft sein, es soll halt möglichst nachhaltig sein, im Rahmen Dekarbonisierung, Circular Economy, das Auto modular etc. Und da soll halt das Interieur auch nachhaltig gestaltet sein. Und das ist natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema jetzt für uns. Und da sehen wir schon, gerade von den ganz großen Konzernen gibt es extremes Interesse, auch mit Startups zusammenzuarbeiten. Mhm. Und natürlich ist mit einem Konzern immer schwierig, aber es gibt da ein Modell, und um es jetzt vielleicht mal ein bisschen konkreter zu machen, dieses Venture-Client-Modell, was viele große Konzerne jetzt aufgesetzt haben, was es ermöglicht, uns als Startup mit diesem Konzern zusammenzuarbeiten in einem sehr, sehr gestreamlineten Prozess. Und das ist, glaube ich, ein cooles Vorbild auch für mittelständische Unternehmen, weil wir arbeiten mit mittelständischen Unternehmen im anderen Bereich zusammen, nämlich für die Produktion. Mhm. Und da haben wir oft noch so das Gefühl, dass die sich oft noch sehr, sehr schwer tun mit uns, weil sie vielleicht auch noch nicht so viele Erfahrungen gemacht haben mit Startups und
Genau, das ist so grundsätzlich die Wahrnehmung in der Zusammenarbeit. Vielleicht sage ich dann mal ein, zwei Worte zum Venture-Client-Modell, weil viele im Raum haben es vielleicht noch nicht gehört. Also es geht grundsätzlich darum, ein Konzern oder ein Unternehmen hat ein Interesse an der Technologie und was in der Vergangenheit oft gemacht wurde, die haben halt einen Venture-Arm und sagen dann, okay, wir investieren in diese Technologie, dann haben wir da irgendwie eine gewisse Kontrolle drüber und können auch andere am Markt davon fernhalten. Aber es hat sich halt gezeigt, dass nur ganz wenige von diesen Technologien am Ende auch im Konzern eingesetzt wurden, ja? Also verschwindend gering. Deshalb gibt es jetzt dieses neue Modell, dieses Venture-Client, wo man viel gezielter zusammenarbeitet, dass man sagt, okay, wir wollen diese Technologie wirklich in diesem Rahmen einsetzen und auch wenn ihr noch ein ganz junges Startup seid, sind wir sozusagen euer erster Kunde. Mhm. Ja? Und das gibt uns totale Sicherheit, weil wir können großen Kunden vorweisen. Auf der anderen Seite hat der Konzern trotzdem diesen Technologiezugriff. Ja? Und das finde ich ein super spannendes Modell. Das ist, und ich glaube, da gäbe es auch viele Möglichkeiten, auch für den Mittelstand, sich das abzuschauen. Mhm. Sehr gut. Wie ist das denn im Mittelstand, Herr Müller, aus Ihrer Erfahrung raus? Gibt es da wirklich die Bereitschaft, auch von Mittelständlern mit Startups zusammenzuarbeiten oder muss man die dorthin tragen oder sagen die alles bloß das nicht? Ja, doch, tatsächlich. Und gerade Venture Clienting, Venture Partnering ist auch eines der Themen, mit denen sich auch der Mittelstand tatsächlich mehr und mehr auseinandersetzt. Aber da muss man sagen, dass die Konzerne tatsächlich der Zeit auf jeden Fall voraus sind, was dieses Thema angeht. Wahrscheinlich auch aufgrund der Größe, dass einfach schon viel, viel mehr gemacht wurde, beziehungsweise insgesamt gemacht wird. Aber sehr viele Mittelständler setzen sich auch mit den verschiedensten Methoden auch auseinander, mit Startups zusammenzuarbeiten. Das ist natürlich ein Modell. Dann gibt es die klassischen Modelle wie den Hightech-Gründerfonds oder sowas, was auch ja ein Modell ist, in dem sich Mittelständler dann entsprechend einkaufen können und dann über diesen Fonds sowohl den Zugang zu Startups generell bekommen, als auch so ein bisschen die Kontakte, das Wissen darüber, wie die Startup-Szene funktionieren kann. Und ja, das geht aber auch viel weiter, weil gerade in den Innenmittelständlern stecken natürlich auch sehr, sehr viele kreative Köpfe drin, die auch Ideen haben, die vielleicht nicht zum klassischen Modell des Mittelständlers passen. Und da will man natürlich auch als Mittelständler dann schauen, okay, wie halte ich jetzt diese Leute bei mir im Unternehmen, ohne dass sie die Lust an ihrem Job verlieren, weil sie eigentlich ein bisschen was anderes machen, was vielleicht sogar zu meinem Kerngeschäft passt, aber ja nicht mein Kerngeschäft ist. Und da denken viele über sehr viele Varianten nach, was man machen kann, sowohl eben die klassischen, ich sag mal, Venture Capital oder Startup Incubation, aber auch eben neuere Modelle wie das Venture Clienting. Ja. Mhm. Klasse. Frau Dr. Helten, wie ist da Ihre Erfahrung? Ist das was, wo Sie sagen, die Studierenden, die wollen auch wirklich gern im Mittelständler, auch als Intrapreneur, haben Sie in Ihrem Statement angesprochen, tätig sein? Oder sagen die lieber, ich mache was Eigenes? Oder ist Ihnen das zu riskant? Wie ist da eigentlich so die Mentalität am Puls der Zeit bei unseren Studierenden? Da würde ich aus meinen Gesprächen, die ich jetzt in unserem Fachbereich habe, sagen, da ist die Gauss-Kurve komplett ausgeprägt. Ne? Also jeder Jack ist anders und jeder sucht auch was anderes. Ja. Deshalb finde ich auch diese Beispiele ja sehr interessant. Sagen wir in bestehenden Firmen, wie jetzt Konzernen bei uns oder auch im Mittelstand, was du gesagt hast, ne? Dass da auch Leute viele Ideen haben und dann oft auch Kanäle suchen, wie sie das einbringen können, entweder in sehr innovativen Kundenprojekten wie bei uns oder jetzt eben auch im Mittelstand in parallelen Pfaden, aber gleichermaßen eben auch die den Unternehmergeist mitbringen und sagen, okay, ich möchte mein eigener Chef, meine eigene Chefin sein und wirklich mit meinem Namen hinter einer Idee stehen. Ja. Also da erlebe ich beides und so ist ja auch die Welt, die soll bunt sein und das ist alles auch was wir fördern sollten. Ja. Sehr gut. Wir haben ja auch die Schwierigkeit, jetzt arbeiten Sie ja mit vielen Studierenden aus dem Maschinenbau zusammen und Sie selber sind ja auch Maschinenbauerin. Wir haben ja immer das Thema, es gibt zu wenige Frauen, erstens in den MINT-Fächern, das ist ja auch ein Thema, was Sie ehrenamtlich fördern und ja, wir haben auch zu wenig Gründerinnen. Mhm. Mich interessiert mal Ihre Perspektive, was sind da die Gründe und woran müssen wir arbeiten? Gut, das würde jetzt das Programm sprengen, wenn wir es in der aller Tiefe diskutieren würden. Und ich verschone uns jetzt mal mit der Diskussion, dass wir natürlich sehr früh in Kindesbeinen schon mit einer Veränderung in unserer Gesellschaft beginnen müssen. Mhm. Aber ich denke, in diesem Kontext hier sind mir nochmal zwei Dinge besonders wichtig. Das eine ist, dass ich glaube,
wir können den Impact eines Role Models niemals unterschätzen. Mhm. Ja, es ist so unglaublich wichtig, ich bekomme die Rückmeldung auch ganz oft, wenn ich auf einem Panel bin oder auch bei uns im Unternehmen natürlich interagiere, dass es einfach wichtig ist zu sehen, okay, es gibt Frauen, die A, Technik studiert haben, Exzellenz studiert haben und dann eben auch großes Geschäft leiten können und große Teams leiten können. Und es ist unglaublich wichtig, stehe auch hier heute dafür natürlich gerne zur Verfügung bei Gesprächen, aber dass wir das wirklich visibel machen und auch als Mentorinnen agieren. Mhm. Und das zweite Thema ist natürlich auch, dass wir starke Partner brauchen und in dem Fall ganz gezielt natürlich Male Allies. Ja, also wir brauchen die Unterstützung vom anderen Geschlecht an dieser Stelle. Und wenn ich jetzt auch nochmal hier ins Plenum schaue, ne, lassen Sie uns konkret sein, ne, wenn ich jetzt ein Gründer oder ein Gründerteam bin, bin ich ein diverses Team, ne, habe ich vielleicht auch die Möglichkeit, diverse Sparringspartner mit ins Boot zu holen und auch an die Kapitalgeber im Raum. Ne, da gibt es ja auch genug Studien, werden wirklich auch Gründerinnen entsprechend gefördert, werden sie gehört auf den Panels, bekommen sie die Gelder, die sie brauchen, entweder wenn sie alleine gründen oder auch in einem diversen Team. Und ich denke, das sind für mich die Themen. Wir brauchen die Role Models und wir brauchen auch starke Male Allies, die das Thema unterstützen, damit wir hier mal ein bisschen Dampf draufkriegen auf das Thema. Ja. Ja, sehr gut. Herr Nimmermann, dazu interessiert mich auch Ihre Perspektive. Sie wissen um die Gründerlandschaft Hessens, um die Gründerinnenlandschaft, ein wichtiges Thema hat Frau Dr. Helden angesprochen. Wir hätten eigentlich auch Bettine Schmitz mit auf dem Panel gehabt. Die musste leider Covid-bedingt kurzfristig absagen. Es gibt ja Studien, die extrem sagen, ein Grund, warum wir wenig Gründerinnen haben und die vor allem auch weniger Kapital bekommen, um zu wachsen oder ihr Startup groß zu machen, ist, weil auch zu wenige Investorinnen auf dem Markt sind. Und Frauen beurteilen vermutlich die Pitches von Gründerinnen anders und sagen, können das anders einordnen als männerdominierte Kapitalgeberseite, die es ja immer noch ist. Von der Kapitalgeberseite ist Hessen auch, sage ich mal, eher im Mittelfeld angesiedelt im deutschlandweiten Vergleich. Nur ca. 11% unserer Startups in Hessen bekommen Venture Capital zurzeit. Was sind da so die Stellschrauben, an denen Sie gearbeitet haben? Sie haben einen Fonds aufgelegt, einen sozusagen hessischen Heite-Gründerfonds, was ich sehr positiv fand. Und was sind weitere Stellschrauben, zum einen an dem Finanzthema und auch am Thema Gründerinnen, an dem Sie arbeiten? Also wir haben mehrere Fonds, wir haben sogar, glaube ich, 6 oder 7. Einige, wo wir als Land alleine dabei sind, aber auch 3, wo wir mit 50-50, pari passu, mit Privaten machen, was ich für wichtig halte, weil wir nicht die Auswahl treffen. Das gerade bei den Größeren, bei unserem Scale-Up vor dem Größeren, brauchen wir die Expertise, die Due Diligence machen. Die Netzwerke haben, die haben wir ja gar nicht. Wir stellen auch zweierlei fest, also wenn es mal Startups gibt mit Frauen als Gründerinnen, die erfolgsversprechend sind, sind die super beliebt und man kriegt eigentlich gar nicht genug. Und andererseits kriegen viele auch nichts. Ich glaube, es liegt wirklich daran, dass neben dem Role Model Thema, was ich wichtig finde, wir in der Tat Venture Capitalistinnen brauchen. Wir bräuchten mehr Frauen, die genau in den Gremien sitzen. Das ist bei uns ehrlicherweise nicht anders, dass wenn man sich die Geschäftsführer anguckt, dass alles Männer sind. Das ist so, aber wir werden versuchen, bei den neuen Fonds, an denen wir uns beteiligen, noch stärker darauf zu achten, dass das eine diverse Zusammensetzung auch der Geschäftsführung oder der Portfolio-Manager sind, die das auswählen, weil das ganz essentiell ist. Wir suchen derzeit eine Venture Capital Botschafterin. Ich fände es sogar gut, wenn wir eine Botschafterin finden würden. Was interessant ist bei dieser Studie zu den Green Startups in Hessen, ist, dass es ist in Hessen, wie in ganz Deutschland, überhaupt nicht proportional zur Bevölkerung, weder was Frauen betrifft, noch was Menschen mit Migrationserfahrung betrifft, was gerade im Rhein-Main-Gebiet eigentlich besonders bedeutend ist. Wir stellen aber fest, dass bei den Green Startups, die wir als solche identifiziert haben, die Quote bei den Gründerinnen fast doppelt so hoch ist wie bei allen hessischen und vor allem bei den Beschäftigten. Fast 40% der Beschäftigten dieser Startups sind Frauen. Mhm. Das ist echt eine gute Quote. Mhm. Die ist nicht ausreichend, aber die ist trotzdem gut für im Vergleich zu den anderen. Es scheint also auch das Thema zu sein und das bestärkt uns auch darin, das auch stärker in Fokus zu nehmen als hessisches. Also wenn wir investieren und fördern, natürlich kann die Privatwirtschaft das machen, was sie für richtig hält, aber wir würden natürlich auch gerne als Role Model vorgehen und das fördern, wo wir ein klares Marktversagen sehen. Also ich glaube, ganz wichtig, dass wir mehr Frauen auch bekommen, die diese Entscheidungen treffen. Mhm. Klasse. Dankeschön für diese Einschätzungen. Wir sind etwas knapp in der Zeit, aber ich möchte dennoch Ihnen die Gelegenheit geben, für 2, 3 Fragen sollten wir die Zeit haben,
bei Ihnen aus dem Publikum. Ich sehe leider, weil ich so geblendet bin. Sie haben, glaube ich, am schnellsten die Hand gehoben. Wir haben auch Sabine Remmert mit einem Handmikro, dass Sie vielleicht sich kurz selbst vorstellen und eine Frage richten, wenn Sie an eine spezielle Person das auch gern mitteilen. Hallo, ich bin Michael Wilczynska, Geschäftsführer der Vianco OTT Robotics GmbH. Und ich hätte eine Frage an Herrn Dr. Nimmermann. Und zwar ganz häufig wird im Bereich der Startup-Szene in Deutschland darüber gesprochen, wie können wir es den Startups ermöglichen, an höhere Beträge, Geldtöpfe, Venture-Kapital zu kommen. Viele Startups wie wir haben überhaupt nicht das Problem, dass sie Kapital benötigen. Unsere Produkte verkaufen sich und wir haben vielmehr das Problem, dass es uns einfach schwierig erscheint, medial aufzutreten. Das heißt, im Prinzip eine Visibilität zu erzeugen, weil es möglicherweise sehr hilfreich für Startups im Bereich der Digitalisierung wäre, wenn auch mal ein Handelsblatt, ein Manager-Magazin oder andere etablierte Medien in solchen Bereichen über die Lösungen, die das Land Deutschland oder jetzt insbesondere Hessen zu bieten haben, auch mal sprechen würden, um dafür dann eben ein Bewusstsein zu schaffen und eine möglicherweise sehr große Schar an interessierten weiteren Käufern, die dann auch über mehrere Jahre wiederum Venture-Kapital-Zuflüsse obsolet machen würden, darüber zu informieren, dass es bereits Lösungen gibt. Also wir persönlich haben uns auch schon mal in anderem Kontext miteinander unterhalten. Sie wissen, welche Lösung wir entwickelt haben. Also vielleicht nur noch mal für die uns nicht kennen. Die Vianco OTT Robotics GmbH hat eine kognitive KI-Lösung entwickelt, die es Unternehmen ermöglicht, repetitive Geschäftsprozesse zu automatisieren, und zwar ganz ohne Entwickler-Know-how. Ja? Im Zeitalter der Digitalisierung, in der jeder über Digitalisierung spricht und über die, in dem Digitalisierung ein Thema ist, das eigentlich jedes Unternehmen betrifft, finden wir es immer wieder erstaunlich, dass bislang nur Entwickler in der Lage waren, überhaupt Prozesse zu automatisieren, während so viele Menschen darüber sprechen. Und wir haben ein Werkzeug geschaffen, mit dem wir es eben den Unternehmen ermöglichen, über die Fachbereiche Prozesse zu automatisieren und damit die zunehmend unter Druck geratene IT zu entlasten und die Anforderungen, die sich aus den Fachbereichen ergeben, nicht mehr nur über die IT zu kanalisieren. Also so viel zum Hintergrund. Wenn ich jetzt also so eine Lösung habe und ich kann beweisen, dass ich versprechen kann, was wir da erzählen, und wie wird es mir möglich gemacht, mit unserem Team, mit unserem Unternehmen, diese Visibilität in relevanten Medien zu erzeugen, die über die Konzerne heraus, da sind wir zum Teil schon vertreten, aber insbesondere auch in einer breiteren Weise den deutschen Mittelstand darüber zu informieren, dass es uns gibt. Ja, die Frage war an Herrn Dr. Nimmermann gerichtet, oder genau? Ja. Also wir hatten ja auch schon das Thema Role Models, das geht ja fast in eine ähnliche Richtung. Ein ganz wichtiges ist das Thema Sichtbarkeit. Wir können jetzt sagen, es gab gerade letztens eine schöne Serie in der Hessenschau, die das gemacht hat, aber ist jetzt nicht kein Weltmedium. Wir wollen, und das haben wir auch von vielen Gesprächen gehört, der Wunsch nach mehr Sichtbarkeit des Ökosystems in Hessen. Das wollen wir gerne machen, unterstützen. Wir haben jetzt schon unsere Unterstützung fürs Impact Festival in diesem Jahr deutlich aufgestockt. Ich weiß nicht, ob sie da war. Das war echt, glaube ich, sehr erfolgreich. Und wir wollen das weitermachen. Wir wünschen uns eigentlich, und wenn der Haushalts- oder die Haushaltsgesetzgeberin im Januar nächsten Jahres den Doppelhaushalt genehmigt, kriegen wir auch Geld dafür, wirklich ein international sichtbares, großes Mega-Event machen hier in Hessen für Startups, wo wir wirklich auch international in die Presse kommen. Wir wissen, dass all diese Rankings, neben den begrenzt aus meiner Sicht sinnvollen Rankings gesammeltes VC-Kapital, das ist ein sehr angelsächsischer Kapitalmarktblick, wird ja viel auch in Medien ausgewertet, und Bloomberg und Co., die werden geguckt, was schreiben die über deutsche Startups. Da müssen wir reinkommen. Das kriegt man nur mit wirklich international renommierten Keynote-Speaker, Speakerinnen hoffentlich auch, wo wir wirklich für einen bestimmten Zeitpunkt den ganzen Fokus hier auf Hessen, auf irgendeine Region lenken. Das wird schon sicherlich eher die Rhein-Main-Gebiet sein, um genau dann diese Chancen auch den Startups zu geben, sich dort zu präsentieren. Neben der Möglichkeit, die wir ohnehin anbieten, bei Messeförderung und so weiter Sachen stärker Startups mit zu messen, zu nehmen, zu gucken, dass die sichtbar sind, auch im Ausland, um genau sie da zu unterstützen, ihre Produkte besser vermarkten zu können, da, wo es noch nicht so bekannt ist. Mhm. Herzlichen Dank. Kann ich was dazu sagen? Ja, gern. Also ich, ohne jetzt irgendwie vermessen klingen zu wollen, aber wir sind halt in einer entspannteren Position, sage ich mal, was das Thema Sichtbarkeit angeht. Wir haben ein anfassbares Produkt. Das kann man irgendwie jedem Journalisten sofort erklären. Die verstehen das, die können Fotos machen, können sogar ein Video davon machen. Und ich glaube, das ist halt diese große Challenge. Wie schafft man das auch für ja, so digitale Produkte, die Sie anbieten? Wie schaffen Sie das da, eine Metapher drum zu bauen, dass
die Journalisten, die jetzt hier vielleicht im Raum sitzen, nicht nach 10 Sekunden weghören. Ne? Das ist irgendwie die. Ich habe auch nicht die Lösung, aber. Ja, das ist natürlich eine große Herausforderung. Ich sehe schon rotes Blinken. Haben wir noch eine Frage, die Möglichkeit zum Überziehen? Ich weiß, wir sind eng getaktet. Ja, eine kurze Frage bitte. Ah, damit habe ich jetzt alle abgebügelt, scheint mir. Doch, gerne Sie. Hier in der Mitte, hier vorne. Mit der Bitte um eine kurze Frage und dann auch, je nachdem, von dem Panelist eine kurze Antwort, aber dann können wir die Perspektive noch mitnehmen. Ja, hallo, Christoph Blattgerste, mein Name ist Startup-Gründer aus Heidelberg im Medizininformatikbereich. Meine Frage wäre, Sie hatten am Anfang groß das Wort gemeinsam hervorgehoben, also ich glaube gerade Herr Fuhrmann. Da wäre meine Frage nochmal, wie stellen Sie sich diese nötige Kooperation, um möglichst viele Kompetenzen in einem Unternehmen zu vereinen, vor? Wir haben ja eben zum Beispiel im Vortrag schon gehört, dass sowas einfach verpflichtend im Studium integriert sein sollte. Gibt es von Ihnen da auch Ideen, wie das Ganze realisiert werden könnte? Also das Thema gemeinsam, ich finde, was ich am Anfang gesagt habe, als ich gefragt wurde, was ist gut gelaufen meiner Gründung, ja, und ich finde, dieses Thema Exist ist ein super Beispiel dafür, wie man es schafft, als Startup mit einer Hochschule zusammenzuarbeiten und da irgendwie daraus was zu kreieren, was super, super, ja, irgendwie powerful ist. Also in unserem Fall war es auf jeden Fall so. Und ich finde, wenn es irgendwie die Möglichkeit gäbe, also das ist jetzt auch noch nicht ausgedacht, dieser Gedanke, dass man das so eine Art Vehikel schafft, dass man diese Kollaboration beispielsweise mit dem Mittelstand, den wir unbedingt wollen, dass man das irgendwie mehr standardisiert und so. Es ist halt immer sehr individuell, aber wenn es da zum Beispiel auch Beispielverträge gibt, dass man nicht, dass nicht alles immer über Anwälte laufen muss und dass diese Verhandlungen so lange dauern, sondern dass es irgendwie Blueprints gibt, an denen sich alle orientieren können. Ah, das ist in der Industry irgendwie Standard, so und so werden solche Sachen gemacht und dass sich dann beispielsweise die Mittelständler auch eher trauen zu sagen, okay, dann arbeiten wir jetzt mit diesem Startup zusammen, weil wir müssen nicht erst mal 10 Schleifen mit unserem Anwalt drehen und das kostet Geld, das kostet Zeit und am Ende kommt vielleicht nichts bei raus. So, also das ist so eine Sache, die ich mir wünschen würde. Und das andere Thema, dieses Venture-Client-Modell habe ich schon angesprochen, das finde ich wirklich extrem spannend und ich glaube, das ist auch für ganz unterschiedliche Geschäftsfelder extrem spannend, sei es jetzt so physische Produkte, die wir herstellen, aber auch für digitale Produkte. Ja. Herr Nimmermann? Eine ganz kleine Ergänzung, war genau das, was wir machen. Es gibt ja in England das Lambert Toolkit für die Spin-offs aus den Unis, wie das geregelt wird. Wir würden das gerne umsetzen aufs deutsche Gesellschaftsrecht und zwar nicht für die Variation Hochschule Spin-off, sondern Kooperationen, etabliertes Unternehmen, Startup. Zu gucken, kann ich einen Rechtsrahmen schaffen, so Musterverträge, um genau bestimmte Themen wie IP und so weiter, aber auch die Kooperationskultur zu formalisieren, um Ihnen dann zu helfen, das besser hinzubekommen. Genau an sowas arbeiten wir gerade und würden das gerne dann im nächsten Jahr hoffentlich anbieten. Damit wollen wir nicht den Juristen die Arbeit wegnehmen, sondern es gilt als Grundidee, wie kann man so eine Kooperation aufbauen. Klasse, finde ich gut, Wenn ich auch noch eine kurze Sache, ganz kurz Schlusswort noch, weil einfach noch um den Mittelstand noch mal ein bisschen reinzubringen in das Ganze. Die Corporates, da funktionieren auf jeden Fall schon die Prozesse, aber was man beim Mittelstand nicht vergessen darf, die Wege sind viel, viel kürzer. Das heißt, denken Sie auch dran, darauf zuzugehen, weil da einfach noch mal man kommt viel schneller zum Ergebnis, man muss nicht durch 20 Hierarchieebenen, um dann doch eine Absage zu bekommen, sondern kriegt wirklich sehr schnell gute Entscheidungen. Mhm. Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen allen, dass Sie bereit waren, am Panel teilzunehmen, uns Ihre interessanten Sichtweisen und Perspektiven zu beleuchten. Und ich glaube, was uns klar wurde, ist, dass sehr viel getan wird, dass es sehr viele Schnittstellen gibt, dass Offenheit da ist, im Mittelstand, in etablierten Unternehmen, in den Startups und auch von politischer Seite, hier eine Zusammenarbeit zu stärken und auch die Startup-Kultur, wo wir gehört haben, es hängt immer am kulturellen Wandel, voranzubringen. Ganz, ganz herzlichen Dank für die interessanten Einblicke. Ich möchte Ihnen jetzt nicht noch zu viel Zeit nehmen, auch konkrete Einblicke zu gewinnen, was sich in der hessischen Startup-Landschaft tut und gerne nochmal die Zeit zu nutzen, um über unsere Startup-Messe zu gehen oder auch in den Austausch mit den Panelists zu gehen. Wir selbst hier machen weiter um 16.30 Uhr mit den Pitches unserer Finalisten der Innovations- und Ideenwettbewerbspreise aus der Kategorie Studierende.
Bis dahin nutzen Sie gerne die Zeit. Herzlichen Dank. Dankeschön. Dankeschön.